Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer achten Einheit im Rahmen der Vorlesung Kapitalgesellschaftsrecht. Wir werden uns heute mit einem neuen Abschnitt beschäftigen, nämlich dem Mitgliederwechsel, und werden dazu nächste Woche fortsetzen. Heute behandeln wir in unserem ersten Teil die Grundlagen dieser Rechtsfrage und werden dann nächste Woche mit ein paar Sonderfragen, insbesondere dem Ausschluss von Gesellschaftern aus der Kapitalgesellschaft, fortsetzen. Unser heutiges Programm besteht aus 4 Punkten. Wir werden nach einer kurzen Einleitung eingehen auf die Veräußerung von Anteilen, auf die sogenannte Vinkulierung und schließlich auf die Frage, wie sich die Gesellschafter im Verhältnis zu der Gesellschaft als Gesellschafter legitimieren können. Bevor ich mit Ihnen auf Einzelheiten unserer heutigen Veranstaltung eingehen will, möchte ich Sie noch auf ein zusätzliches Lehrangebot zum Gesellschaftsrecht hinweisen, nämlich die Veranstaltung Die GmbH und Co. KG. Sie wird gehalten in 2 Terminen, also jeweils verblockt am 28. und 29. Januar, von unserem Lehrbeauftragten Herrn Dr. Hauke Thilo, der diese Veranstaltung nun zum insgesamt 3. Mal bereits durchführt. Er ist Rechtsanwalt und Notar bei Brockmüller-Ziegenbein hier in Kiel und bittet Sie darum, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen wollen, sich per E-Mail anzumelden. Das Ganze ist nicht nur erforderlich aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen, sondern auch, damit wir absehen können, an welchem Ort wir diese Veranstaltung durchführen. Ich darf Sie daher bitten, bei Interesse an Frau Seligmann eine E-Mail zu schreiben, nur mit ihrem Namen, vielleicht noch mit ihrer Matrikelnummer und dem kurzen Statement, dass sie an der Veranstaltung gerne teilnehmen möchten. Gegenstand der Veranstaltung wird der Pflichtfachstoff sein, also nicht das, was wir hier im Schwerpunkt behandeln, sondern der Pflichtfachstoff zum Gesellschaftsrecht, also sprich zum Personengesellschaftsrecht, insbesondere zum Recht der KG. Und zu dem pflichtfachrelevanten Stoff der GmbH, also dort die Grundlagen. Und deshalb ist die Veranstaltung angekündigt für Studierende ab dem 5. Fachsemester. Zum Beginn unserer heutigen Einheit möchte ich mit Ihnen zunächst einmal wieder den Blick zurückrichten auf das bereits Bekannte, also das Personengesellschaftsrecht. Diesem liegt der Grundgedanke zugrunde, dass der gemeinschaftliche Zweck, der die Gesellschaft als solche erst konstituiert, nur durch die Gesellschafter in Person erreicht werden kann. Diese These zeigt sich besonders deutlich in 2 Regelungen. Zum einen zeigt sie sich darin, dass der Tod eines Gesellschafters bei der GbR zur Auflösung der Gesellschaft führt, wenn nicht der Gesellschaftsvertrag etwas Abweichendes bestimmt. Diese Regelung finden wir in Paragraph 727 Absatz 1 BGB und können dann feststellen, dass für die Personenhandelsgesellschaften, die ja ein Handelsgewerbe kraft Definition, zumindest mal im Regelfall, betreiben, wir eine abweichende Regelung schon im HGB getroffen haben. Denn hier ist es so, dass ein Gewerbe ja grundsätzlich auf eine gewisse Dauer angelegt ist, die dann auch über das Leben eines Gesellschafters hinausreichen kann. Sie nehmen aber mit, bei den Personengesellschaften als Leitbild des Paragraphen 727 Absatz 1 BGB haben wir den Grundsatz, dass die Gesellschaft mit dem Tod eines Gesellschafters aufgelöst wird. Die zweite Regelung, die unseren Grundsatz konstituiert, ist die, dass ein derivativer Erwerb der Mitgliedschaft, also eine Art Sonderrechtsnachfolge, dem Personengesellschaftsrecht grundsätzlich fremd ist. Das heißt, der gegenwärtige Gesellschafter kann also nicht seine Mitgliedschaft veräußern ohne Beteiligung der übrigen Gesellschafter. Wie wird ein Mitgliederwechsel im Personengesellschaftsrecht stattdessen herbeigeführt?
Eigentlich durch die Summe von zwei Akten, nämlich zum einen den Austritt des bisherigen Gesellschafters und den Eintritt des neuen Gesellschafters. An beiden Akten müssen, weil sie die Gesellschaft im Grundsatz betreffen, sämtliche Gesellschafter mitwirken. Wenn wir rüberwechseln zu den Kapitalgesellschaften, hatten wir bereits gesehen, es sind eigene Rechtspersönlichkeiten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in ihrem Bestand durch den Wechsel der Mitglieder nicht berührt werden. Also sie überdauern die einzelnen Mitglieder fort. Das hat zur Folge, beziehungsweise umgekehrt auch wiederum zur Voraussetzung, dass die Mitgliedschaft als solche verkehrsfähig ist. Also im doppelten Sinne, denn die eigene Rechtspersönlichkeit besteht über die natürliche Person hinaus fort. Das ist jetzt also wieder der Fall, den wir bei den Personengesellschaften im ersten Spiegelstrich behandelt haben. Wenn der Gesellschafter stirbt, lässt dies die Existenz unserer Kapitalgesellschaft unberührt. Umgekehrt ist es auch so, dass ein Gesellschafter seinen Anteil, also seine Mitgliedschaft, übertragen kann und auch dies lässt wiederum den Bestand der Kapitalgesellschaft unberührt. Das Prinzip der freien Verkehrsfähigkeit der Mitgliedschaft in der Kapitalgesellschaft, im deutschen Recht also die Aktie oder in der GmbH der Geschäftsanteil, wird im englischen Rechtskreis mit einem Schlagwort umschrieben, was etwas sperrig daherkommt, zugegebenermaßen. Es lautet Fully Transferable Shares in Ownership. Dies drückt aus, dass die Mitglieder, also die Gesellschafter, Inhaber sind eines Anteils, über den sie selbst verfügen können, ohne Mitwirkung der übrigen Gesellschafter. So jedenfalls einmal der Grundsatz. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Veräußerung dieser Anteile an Kapitalgesellschaften. Die Mitgliedschaft in der Kapitalgesellschaft als solche wird repräsentiert, und zwar in der AG durch die Aktie und in der GmbH durch ihren jeweiligen Geschäftsanteil. Beide Mitgliedschaften sind geschützt durch Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Sie unterfallen also dem Eigentumsbegriff im Sinne des Grundgesetzes. Was heißt jetzt nun die Garantie des Eigentums? Sie wissen aus Ihren verfassungsrechtlichen Vorlesungen, dass das Eigentum dazu dient und also die Grundlage bildet für ein selbstbestimmtes freies Leben, so die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts in etwa. Das heißt also, dass die Eigentumsgarantie sich nicht darin erschöpft, Eigentum hier an der Aktie oder einen Geschäftsanteil zu halten, sondern es umfasst auch die Nutzung dieses Eigentumsgegenstands, zum Beispiel durch Veräußerung, weil dadurch Geld generiert wird. Ist jetzt also nun unsere Aktie bzw. unser Geschäftsanteil veräußerlich? Ja, Sie erinnern sich, das gibt es quasi schon aus der verfassungsrechtlichen Sicht geboten. Wir haben das Ganze auch geregelt, einfach gesetzlich, jedenfalls im GmbH-Recht. Paragraph 15 Absatz 1 des GmbH-Gesetzes unter der Überschrift Übertragung von Geschäftsanteilen lautet: Die Geschäftsanteile sind veräußerlich und vererblich. Dies klingt nach einer klarstellenden Regelung, dass der Gesetzgeber davon sowieso ausgegangen ist. Und dies ist auch richtig so, wenn Sie diesen Eindruck haben. Wo kommt der her? Für die Aktie und die Aktiengesellschaft, die schon früher im deutschen Recht geregelt war, war die freie Veräußerlichkeit und Vererblichkeit der selbstverständliche Grundsatz. Und er ist es auch noch heute. Deshalb finden wir im Aktienrecht keine Paragraph 15.1 GmbH-Gesetz vergleichbare Regelung. Wie Sie wissen aus unserer ersten Einheit, ist das GmbH-Gesetz nach dem Aktienrecht entstanden. Der Gesetzgeber wollte mit der GmbH eine Rechtsform schaffen, die zwar Kapitalgesellschaft ist,
allerdings auch von ihrer Struktur her den Personengesellschaften angenähert ist. Sie ist also typusmäßig ausgerichtet auf einen kleineren Personenkreis als unsere Publikumsgesellschaft, die AG. Und deshalb sah man, weil es quasi ein hybrides Gedankenkonzept ist zwischen Konzepten, die wir aus den Personengesellschaften kennen und welchen, die wir aus dem Kapitalgesellschaftsrecht kennen, dass der Gesetzgeber hier den Bedarf gesehen hat, die Veräußerlichkeit und Vererblichkeit von Geschäftsanteilen im Gesetz selber klarzustellen. Richten wir zunächst unseren Blick auf das Aktienrecht und dort zunächst auf die nicht verbrieften Anteile. Sie haben völlig richtig gehört, Aktien sind nämlich nicht notwendig Wertpapiere, sie sind es aber regelmäßig. Woran können Sie das im Aktiengesetz selber erkennen? Am besten am Paragraphen 10 Absatz 5 des Aktiengesetzes. Dort heißt es: In der Satzung kann der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung seines Anteils ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Sie sehen daran also, dass das Aktiengesetz davon ausgeht, dass jedem Aktionär aufgrund seiner Mitgliedschaft ein Anspruch gegen die Gesellschaft auf Verbriefung seines Anteils zusteht. Warum wollen wir das? Als Anspruch, weil er damit die Handelbarkeit grundsätzlich einmal erhöht, vor allem die Börsenhandelbarkeit. Dieser Anspruch kann aber wiederum gedacht zur Einschränkung der Verkehrsfähigkeit der Aktie in der Satzung ausgeschlossen werden und in diesem Fall besteht die Aktie dann als unverbrieft. Wenn dies der Fall ist, wird die Aktie als sonstiges Recht wie eine Forderung übertragen, über die Verweisungsnorm Paragraf 413 BGB dann durch Abtretung nach 398 Satz 1 BGB. Die Abtretung ist im Aktienrecht, anders als wir es im GmbH-Gesetz sehen werden, formlos möglich. Warum haben wir diesen Unterschied wieder? Schon deshalb, weil wir im Aktienrecht eine Publikumsgesellschaft haben, bei der Transfer der Mitgliedschaft deutlich einfacher möglich sein soll als bei der an dem personellen Substrat orientierten GmbH. Über diese Abtretung, weil sie formlos möglich ist, wird regelmäßig, aber eben nicht notwendig, eine Abtretungsurkunde ausgestellt, die dann vor allem von dem Erwerber dazu genutzt wird, sich gegenüber der Gesellschaft als neuer Aktionär zu legitimieren. In der Regel werden die Aktien allerdings als Wertpapiere verbrieft. Hierfür legt § 10 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz den Regelfall fest, nämlich dass die Aktien auf den Namen des jeweiligen Aktionärs lauten. Die Alternative besteht darin, die Aktien auf den Inhaber zu verbriefen, also als Inhaberaktien, als Inhaberpapiere auszugestalten. Zulässig ist dies unter den Voraussetzungen des Paragraphen 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2. Die Entscheidung, wenn sie denn offen steht, ob nun Namensaktien oder Inhaberaktien ausgegeben werden, ist grundsätzlich in der Satzung zu treffen. Paragraph 23 Absatz 3 Nummer 5 Aktiengesetz erlaubt es der satzungsändernden Mehrheit immer dort festzulegen, welche Aktienform ausgegeben wird. Warum ist die Unterscheidung für uns in unserer heutigen Einheit von Bedeutung? Weil die Art und Weise der Verbriefung der Aktien nicht nur über die Modalität der Übertragung entscheidet, sie unterscheidet sich nämlich ganz erheblich danach, ob wir Namenspapiere oder Inhaberpapiere haben, sondern sie ist auch entscheidend für das, was wir später unter dem Punkt Römisch drittens besprechen werden, nämlich die Frage der Vinkulierung, also ob und in welchem Umfang die Übertragung der Aktien eingeschränkt werden kann.
Wir hatten gerade gesehen, dass Aktien grundsätzlich, wenn sie verbrieft werden, als Namensaktien verbrieft werden. Also nach 10 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz auf den Namen lauten. Die Frage, auf wessen Namen, ist nicht unmittelbar in 10 Absatz 1 Satz 1 geregelt. Es ist aber der, der das Papier als Erster erwirbt, also der sogenannte Ersterwerber, wenn wir bei der Gründung der Aktiengesellschaft sind, also der Gründer, der die Aktien nach der Satzung übernimmt. Sie können dann weiter übertragen werden, also ein Zweiterwerb, der kann stattfinden durch Abtretung wiederum des sonstigen Rechts der Mitgliedschaft nach 413, 398 Satz 1 BGB. In diesem Fall erfolgt die Übertragung der Aktie durch Abtretung des verbrieften Rechts, also nicht durch die Übertragung des Wertpapiers selber. Deshalb kennt das Aktiengesetz noch eine zweite Übertragungsmöglichkeit, nämlich die Übertragung nach § 68 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz. Dort heißt es, Namensaktien können auch, also alternativ zu der Abtretung, durch Indossament übertragen werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist dieses Indossament? Und das ist etwas, was wir aus dem Wertpapierrecht kennen und dort genauer gesagt aus dem Wechselrecht. Es ist ein Vermerk, der auf die Wertpapierurkunde geschrieben wird, vom Veräußerer unterschrieben wird und die Erklärung enthält, dass das Wertpapier übertragen wird und mit dem Wertpapier das in ihm verbriefte Recht. Diese Regelungswirkung ergibt sich daraus, dass der § 68 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz dann die Artikel 12, 13 und 16 des Wechselgesetzes sinngemäß für anwendbar erklärt. Das Wissen darum, dass die Mitgliedschaft, wenn sie hier in einer Namensaktie verbrieft ist, auf zwei Weisen übertragen werden kann, nämlich einmal durch Abtretung und einmal durch Indossement, ist wichtig dafür, auf welche Weise der Zweiterwerber seine Berechtigung, also seine Mitgliedschaft, später gegenüber der Gesellschaft nachweist. Wenn über die Mitgliedschaft Inhaberaktien ausgegeben werden, hatten wir schon gesagt, dann handelt es sich dabei um Inhaberpapiere. Und diese Inhaberpapiere unterscheiden sich grundlegend von den Namensaktien und den Namens- bzw. Rektapapieren. Warum? Für Inhaberpapiere gilt die Faustregel, dass das Recht aus dem Papier, also hier die verbriefte Mitgliedschaft in der Aktiengesellschaft, dem Recht am Papier folgt. Das Recht am Papier ist das Eigentum und deshalb können wir den Satz dahin sagen, dass er lautet, der Eigentümer des Wertpapiers ist der Inhaber des verbrieften Rechts, also in unserem Fall Mitglied oder Gesellschafter der Aktiengesellschaft. Bei den Inhaberpapieren handelt es sich, das ist, glaube ich, sowieso klar, um bewegliche Sachen und das Gesetz, das BGB, behandelt sie auch als solche. Und das erkennen wir an Paragraph 935 Absatz 2 BGB. Dort ist geregelt eine Ausnahme vom gutgläubigen Erwerb, also die Ausnahme beim Abhandenkommen vor allem. Und hier im Absatz 2 haben wir dann die Gegenausnahme. Also die Vorschriften des Absatz 1 finden keine Anwendung auf Geld- oder Inhaberpapiere. Das lässt erkennen, dass nicht nur Inhaberpapiere vom Gesetz als bewegliche Sachen behandelt werden, sondern auch, dass sie wie diese, also nach Maßgabe der 929 folgende BGB, übertragen werden. Was übertragen wir aber nach 929? Grundsätzlich einmal nur das Eigentum an dem jeweiligen Inhaberpapier. Wenn Sie sich aber diese Faustformel wieder ins Gedächtnis rufen, also den Satz, das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier,
dann erkennen Sie auch, dass wenn das Eigentum an dem Wertpapier übertragen wird, dass dann das verbriefte Recht, in unserem Fall die Mitgliedschaft, automatisch übergeht. Das heißt also, wir brauchen keinen gesonderten Übertragungsakt, der sich auf das verbriefte Recht bezieht. Es genügt die Übertragung des Eigentums am Inhaberpapier und dann läuft das Recht am Papier quasi mit. Jetzt werden Sie sich fragen, kann ich denn, so wie beim Namenspapier, das verbriefte Recht auch abtreten? Ja, das können Sie nach herrschender Meinung auch. Das heißt, dass wir auch hier, wenn die Mitgliedschaft in einem Inhaberpapier der Inhaberaktie verbrieft ist, dass wir auch dann das Recht, die Mitgliedschaft nach 413, 398 Satz 1 BGB abtreten können. Es droht nun also etwas, dass das Eigentum beim Veräußerer verbleibt und lediglich das verbriefte Recht isoliert auf den Erwerber übergeht. Und dieses Auseinanderfallen von Eigentum am Papier und verbrieftem Recht möchte das Gesetz bei Inhaberpapieren auf jeden Fall verhindern. Und aus diesem Grund wendet die Rechtsprechung vollkommen zu Recht den Paragraphen 952 Absatz 2 BGB analog an, um in diesem Fall die Faustformel von Inhaberpapieren umzudrehen. Denn in diesem Fall folgt das Recht am Papier, also das Eigentum, dem Recht aus dem Papier, welches durch Abtretung übertragen wird. Unser Wertpapierrecht, also auch das Recht der Inhaberpapiere, ist historisch gewachsen. Und wenn Sie sich vor allem die Regelungen über die Schuldverschreibungen auf den Inhaber in den Paragraphen 793 folgende BGB einmal ansehen, dann können Sie erkennen, dass das Gesetz davon ausgeht, dass über jedes Recht eine eigene Urkunde ausgestellt wird. Wir nennen das Ganze dann Einzelurkunden. Dies entspricht allerdings seit Mitte der 70er Jahre nicht mehr der Realität. Damals haben wir nämlich im Gesetz mit der Regelung im Paragraphen 9a Depotgesetz eine rechtliche Grundlage für sogenannte Sammelurkunden geschaffen. Was ist so eine Sammelurkunde? Es ist ein Wertpapier, das allerdings mehrere Rechte verbrieft, und zwar in der Weise, dass jedes Recht für sich eigenständig bleibt, aber eben durch eine Wertpapierurkunde repräsentiert wird. Das heißt also, die Inhaber der einzelnen Rechte sind dann Bruchteilseigentümer dieser Wertpapierurkunde. Da nun also in diesem einen Bogen Papier der einen Urkunde regelmäßig Hunderte oder gar Tausende Aktien verbrieft sind, können sie selbstverständlich nicht von einem Aktionär verwahrt werden, sondern sie werden zentral verwahrt von sogenannten Wertpapiersammelbanken. Diese Verwahrung ist ein Bankgeschäft und das steht wiederum dann nur wenigen Banken zu, nämlich den sogenannten Wertpapiersammelbanken. Wie erfolgt jetzt die Übertragung einer Aktie, die Bestandteil einer solchen Sammelurkunde ist? Naja, die Aktie selber, die Sammelurkunde insgesamt wird nicht übereignet, sondern es erfolgt durch eine sogenannte Besitzumstellung. Wir haben eine gewisse Besitzpyramide. Sie müssen sich das so vorstellen: Der Eigentümer ist ein mittelbarer Besitzer, regelmäßig ein mittelbarer Besitzer zweiter Stufe. Der mittelbare Besitzer erster Stufe, der ihm den Besitz mittelt, ist seine eigene Bank und die wiederum unterhält dann die Geschäftsbeziehung zu der Wertpapiersammelbank. Das heißt also, wenn der Aktionär seinen Miteigentumsanteil an der Wertpapiersammelurkunde veräußern will, weist er seine Bank an. Und diese übermittelt das der Wertpapiersammelbank, künftig nicht mehr für den Veräußerer zu besitzen, sondern für den Erwerber, der wiederum nicht unmittelbar besitzt, sondern
wiederum nur vermittelt durch die Wertpapiersammelbank und seine dazwischen geschaltete Depotbank. Das Ganze erfolgt dann durch Übergabe im Sinne von 929 Satz 1 BGB, allerdings im Wege der sogenannten Besitzumstellung. Was ist die Besonderheit hinter diesem Begriff? Die Wertpapierurkunde wird anders als bei der Übergabe einer beweglichen Sache, die Sie sich typischerweise so vorstellen, dass sie von Hand zu Hand wandert, nicht durch diese Art von Übertragung gewährleistet, sondern schlichtweg dadurch, dass durch die Umstellung des Besitzmittlungswillens bei der Wertpapiersammelbank der Veräußerer aufhört, mittelbarer Besitzer zu sein und der Erwerber mittelbaren Besitz erlangt. Und dies genügt nach herrschender Meinung für eine Übergabe im Sinne von 929 Satz 1 BGB. Denn diese setzt eben nur voraus, dass der Veräußerer jeden Besitzrest aufgibt und der Erwerber auf Veranlassung des Veräußerers zumindest mittelbaren Besitz, gleich welcher Stufe, erlangt. Kommen wir damit zum GmbH-Recht und werfen einen Blick auf die Frage, wie Geschäftsanteile einer GmbH übertragen werden können. Wir finden hierzu keine unmittelbare Regelung im GmbH-Gesetz, aber eine eindeutige Klarstellung bzw. ergänzende Regelung. Und zwar in § 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Dort heißt es, zur Abtretung von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter bedarf es eines in notarieller Form geschlossenen Vertrages. Wir können daraus erkennen, dass die Übertragung eines Geschäftsanteils der GmbH durch Abtretung möglich ist, also wieder die Mitgliedschaft als sonstiges Recht im Sinne von § 413 BGB und dann die Abtretung nach 398 Satz 1 BGB. Anders als im Aktienrecht, wo wir bei den Inhaberpapieren die Übertragung des Wertpapiers nach den 929 folgenden BGB hatten, beziehungsweise bei den Namensaktien durch Indossament, haben wir hier die Situation, dass eine Übertragung des Geschäftsanteils außer durch Abtretung nicht möglich ist, was schlicht daran liegt, dass das GmbH-Gesetz keine Verbriefung der Anteile vorsieht. Folgern Sie hieraus bitte nicht unmittelbar, dass die Geschäftsanteile der GmbH nicht börsenfähig sind. Das ist im Ergebnis zwar zutreffend, der Weg stimmt allerdings nicht. Denn die Tatsache allein, dass wir keine Verbriefung der Geschäftsanteile haben, schließt den Börsenhandel nicht aus. Sie können auch unkörperliche Rechte an der Börse handeln. Entscheidend ist vielmehr die Formbedürftigkeit dieser Abtretung nach § 15 Absatz 3, wonach wir für den Abtretungsvertrag die notarielle Form benötigen. Und diese kann im Börsenhandel nicht gewahrt werden. Deshalb schließt die Formbedürftigkeit der Abtretung den Börsenhandel der GmbH-Geschäftsanteile aus. Das Erfordernis der notariellen Form wird nun durch die Möglichkeit einer Stufenbeurkundung nach 128 BGB etwas abgemildert. Die Stufenbeurkundung heißt nichts anderes, als dass die zeit- und gegebenenfalls ortversetzte Beurkundung der Willenserklärung, also von Erwerber und Veräußerer, möglich und zulässig sind. Umgekehrt formuliert, es bedarf keiner gleichzeitigen Anwesenheit der Parteien vor dem Urkundsnotar. Wird diese Form, also die notarielle Form, allerdings nicht gewahrt, dann ist der Abtretungsvertrag nach 125 Satz 1 BGB nichtig, da eine Heilung im GmbH-Gesetz nicht vorgesehen ist. Sie erinnern sich jetzt daran, dass unsere GmbH nach § 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz als Handelsgesellschaft gilt und deshalb ja, wie wir im Rahmen der Gründung gesehen hatten, in das Handelsregister eingetragen ist. Und jetzt können Sie sich die Frage stellen, ähnlich wie bei unseren Personenhandelsgesellschaften, ob denn
die Eintragung des Gesellschafters bzw. Gesellschafterwechsels hier in das Handelsregister erfolgen muss und wenn ja, welche Wirkung er hat, rein deklaratorisch oder konstitutiv. Hierauf können wir zwei Antworten finden. Der Ausgangspunkt ist erstmal der, dass das GmbH-Gesetz in der Tat früher die Eintragung vorgesehen hat, in dem Paragraphen 16 GmbH-Gesetz. Allerdings ist das schon eine Zeit lang her, nämlich vor dem MOMIG Ende des Jahres 2008 galt das und ist jetzt seit dem MOMIG allerdings nicht mehr geltendes Recht. An die Stelle der Eintragung in das Handelsregister ist etwas anderes getreten, nämlich die sogenannte Gesellschafterliste nach § 40 GmbH-Gesetz. Und hier haben wir dann die Sonderregelung für die notariellen Akte in 40 Absatz 2 Satz 1 GmbH-Gesetz. Dort heißt es, hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1, und dazu zählt auch die Veräußerung des Geschäftsanteils mitgewirkt, hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben, zum Handelsregister einzureichen und eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Wir führen also eine Gesellschafterliste, die gab es auch schon früher, sie hatte nur wenig bis fast gar keine Bedeutung und verschimmelte in irgendwelchen Ordnern. So hat sie heute eine bestimmte Bedeutung, auf die wir später noch bei der Legitimationswirkung kommen werden. Das heißt, unser Urkundsnotar, der an der Abtretung mitwirkt, muss eine neue, geänderte Gesellschafterliste ausfertigen, an die Gesellschaft selber übermitteln und sie auch zum Handelsregister einreichen. Das für Sie im Rahmen der Veräußerung Wichtige ist allerdings zu erkennen, dass es im 40 Absatz 2 Satz 1 heißt, dass diese Pflicht den Notar erst trifft nach dem Wirksamwerden der Veränderung, also nachdem die Abtretung erfolgt ist, der Rechtsübergang erfolgt ist. Und dementsprechend kann es aufgrund der zeitlichen Situation, kann die Ausfertigung einer neuen Gesellschafterliste keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Veräußerung des GmbH-Geschäftsanteils sein. Wir haben lediglich die Konstellation, dass wir später der Gesellschafterliste eine gewisse Legitimationswirkung beimessen werden. Wir haben jetzt bisher immer die Abtretung des GmbH-Geschäftsanteils nach deutschem Recht behandelt und unterstellen dabei fast schon stillschweigend, dass diese Abtretung auch vor einem deutschen Notar vorgenommen wird. In der Praxis kommt es allerdings durchaus häufig vor, dass die Abtretung des Geschäftsanteils von einem Notar im Ausland beurkundet wird. Das kann Dänemark sein, das ist häufig auch die Schweiz. Woran liegt das bedingt? Und die Frage vor allem für uns, ist so eine notarielle Beurkundung durch einen Schweizer Notar dann auch eine ordnungsgemäße, die uns für die Erfüllung der Form nach 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz genügt? Zunächst einmal müssen wir dafür rausarbeiten, was der Grund für diese Auslandsbeurkundung ist. Der liegt im Kostenrecht. Und zwar ist es so, dass in Deutschland die Berechnung der Notarkosten nach dem Geschäftswert erfolgt. Und dafür gilt nach § 54 des Gerichts- und Notarkostengesetzes, dass der Wert als Geschäftswert anzusetzen ist, der mindestens dem Anteil, also dem Geschäftsanteil des bilanziellen Eigenkapitals entspricht. Das ist also nicht das gezeichnete Kapital in Form des Stammkapitals, sondern es ist das Eigenkapital, also der wirkliche wirtschaftliche Wert. Dieser wird dann nach einer neueren Änderung im Gesetz bei 30 Millionen Euro pro Geschäftsanteil gedeckelt. Aber auch da ist es so, das wird häufig schon
selbst bei mittelständischen Gesellschaften erreicht sein. Und dann empfehlen Ihnen die beratenden Anwälte nicht selten eine günstigere Beurkundung im Ausland. Warum ist die günstiger? Weil zum Beispiel die Schweizer Notare ihre Gebühren selbst bestimmen können. Das heißt also, mit ihren Beteiligten selbst aushandeln können. Und das hat zur Folge, dass der Schweizer Notar, zum Beispiel der Notar in Basel, häufig günstiger ist als ein in Deutschland ansässiger Notar. Für uns ist die rechtliche Frage, die uns im Zuge der Übertragung des Geschäftsanteils jetzt interessiert, die, ob, wenn diese Beurkundung durch den Schweizer Notar vorgenommen wird, ob sie dann im Rahmen von 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz einem deutschen Notar gleichsteht. Und das, sagt die Rechtsprechung, ist vereinfacht bitte dann der Fall, wenn der ausländische Urkundsnotar in Sachen Ausbildung und Beurkundungsverfahren einem deutschen Notar vergleichbar ist. Ja, es geht also um die Ausbildung und das Beurkundungsverfahren. Und da das beides in der Schweiz nicht bundeseinheitlich geregelt ist, soll es dann darauf ankommen, in welchem Notar in welchem Kanton der beurkundende Notar seinen Sitz hat. Das hat zu einer sehr ausdifferenzierten Rechtsprechung geführt, die inzwischen allerdings doch sehr verfestigt ist, sodass für die deutsche anwaltliche Beratungspraxis hier zumindest ein sicherer Pfad bereitet ist, bei dem man dann guten Gewissens die günstigere Beurkundung durch einen Auslandsnotar empfehlen kann. Nach der Abtretung des Geschäftsanteils als solchem, also dem Verfügungsgeschäft, sollten wir noch einen Blick auf das Verpflichtungsgeschäft werfen. Denn auch dieses hat im GmbH-Gesetz eine Sonderregelung erfahren, und zwar in § 15 Absatz 4. Dort heißt es in Satz 1, der notariellen Form bedarf auch eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung eines Gesellschafters zur Abtretung eines Geschäftsanteils begründet wird. Wir sehen also, dass jetzt auch das Verpflichtungsgeschäft der notariellen Form bedarf, ebenso wie die Abtretung. Der Verpflichtungsgrund selber, erkennen Sie an der neutralen Formulierung Verpflichtung, der Verpflichtungsgrund, also ob es sich um einen Rechtskaufvertrag handelt oder um eine Anteilsschenkung, ist hierfür unerheblich. Bei der Reichweite dieser Beurkundungspflicht ist zu beachten, dass der Vollständigkeitsgrundsatz gilt. Dieser wird regelmäßig aus 125, 139 BGB abgeleitet und besagt, dass also nicht nur die Verpflichtung als solche beurkundungsbedürftig ist, sondern auch sämtliche damit getroffenen Nebenabreden, also zum Beispiel die Vereinbarung eines eventuellen Rückkaufrechts. Jetzt hatten wir vorhin bei der Verfügung gesagt, wenn die notarielle Form 15 Absatz 3 nicht gewahrt ist, dann gibt es keine Heilungsvorschrift. Hier beim Verpflichtungsgeschäft verhält es sich anders, denn hier kann ein Mangel der Form dadurch geheilt werden, dass der Abtretungsvertrag formwirksam geschlossen wird, also seinerseits notariell beurkundet wird nach 15 Absatz 3 des GmbH-Gesetzes. Nur wenn diese Heilung nicht erfolgt, dann ist das Verpflichtungsgeschäft nach 125 Satz 1 BGB nichtig. Schließlich können wir uns die Frage stellen, ob ein Geschäftsanteil geteilt werden kann. Diese Frage kann zum Beispiel anlässlich der Veräußerung relevant werden, aber auch außerhalb der Veräußerung. Zur Veräußerung zum Beispiel dann, wenn wir einen Erwerber haben, der aber einen kleineren Anteil als den vorhandenen erwerben will. Dann stellt sich die Frage, ob wir einen Teil eines vorhandenen Geschäftsanteils quasi abtrennen können.
Man könnte jetzt zuerst an eine sogenannte teilweise Abtretung denken. Diese ist allerdings ausgeschlossen. Das Abtretungsrecht lebt von dem Grundsatz, dass das Recht nur so, wie es besteht, übergehen kann. Und deshalb ist eine teilweise Abtretung nach 399 Alternative 1 auch für sonstige Rechte nach 413 BGB ausgeschlossen. Möglich ist es allerdings, Geschäftsanteile zu teilen. Und dafür enthielt das GmbH-Gesetz bis zum Inkrafttreten des MOMIG im Jahre 2008 eine eigenständige Regelung in Paragraph 17 des GmbH-Gesetzes. Diese ist nun ersatzlos weggefallen, was allerdings nicht bedeutet, dass die Teilung des Geschäftsanteils gar nicht mehr im GmbH-Gesetz geregelt ist. Stattdessen finden wir eine Regelung noch in Paragraph 46 Nummer 4 des GmbH-Gesetzes. Dort heißt es unter dem Aufgabenkreis der Gesellschafter, der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen, und dann Nummer 4, die Teilung von Geschäftsanteilen. Das heißt also, die Teilung eines Geschäftsanteils kann mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung erfolgen, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag hierfür Abweichendes bestimmt, also zum Beispiel diese Möglichkeit ausschließt oder eine höhere als die sonst erforderliche Mehrheit, die einfache Mehrheit nach 47 Absatz 1 GmbH-Gesetz vorsieht. Wenn wir diese Teilung durchführen wollen, dann ist es wichtig, dass der sogenannte Teilungsbeschluss inhaltlich ausreichend bestimmt ist. Das heißt also, es muss der zu teilende Geschäftsanteil bezeichnet werden, am besten mit der Nummer, der der Geschäftsanteil in der Gesellschafterliste hat. Die Person des Erwerbers muss genau bezeichnet werden und der Betrag der Stammeinlage des ungeteilten Geschäftsanteils ist zu bezeichnen, der auf den durch die Teilung entstehenden Geschäftsanteil quasi dann nach der Teilung entfallen soll. Wenn die Teilung jetzt im Zuge der Übertragung erfolgen soll, dann genügt es, dass die Gesellschafter in einem einheitlichen Beschluss sowohl der Veräußerung mit der Teilung zustimmen. In der Praxis spielt diese Form der Teilung allerdings fast keine Rolle. Warum, wenn eine Gesellschaft gegründet wird und wir in diesem Stadium bereits davon ausgehen, dass es zu einer Veräußerung kommen kann, dann wird es regelmäßig so sein, dass die einzelnen Geschäftsanteile mit einem Mindestnennbetrag von einem Euro ausgestattet werden. Und wenn Sie sich dann vorstellen, wir haben zwei Gründer mit einem Stammkapital von insgesamt 25.000 Euro, dann hält also jeder dieser beiden Gesellschafter 12.500 Geschäftsanteile, die jeweils auf einen Euro lauten. Eine weitere Teilung in einen kleineren Betrag kommt dann nicht in Betracht, denn der Paragraph 5 Absatz 2 Satz 1 GmbH-Gesetz besagt ja, dass der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils auf volle Euro lauten muss, also auf mindestens einen Euro. Auf diese Weise kann dann allerdings der Gesellschafterbeschluss für die Teilung nach 46 Nummer 1 GmbH-Gesetz obsolet werden. Nachdem wir nun herausgearbeitet haben, dass die Mitgliedschaft in den Kapitalgesellschaften grundsätzlich frei, gegebenenfalls formbedürftig veräußerlich ist, beschäftigen wir uns nun mit der Frage, ob und in welchem Umfang die Möglichkeit besteht, die Veräußerlichkeit von Einteilen einzuschränken. Der Oberbegriff hierfür ist die Vinculierung, abgeleitet von dem lateinischen Begriff der Fessel. Um was geht es dabei? Es geht dabei darum, dass wir die Veräußerlichkeit, die freie Veräußerlichkeit der Anteile einschränken und sie in gewisser Weise binden, und zwar typischerweise mit dem Ziel binden, dass andere Gesellschaftsorgane
oder sogar einzelne Gesellschafter Einfluss auf die Übertragung nehmen können. Also im zugespitzten Sinne sogar die Übertragung nur mit ihrer Zustimmung möglich ist und damit Einfluss bekommen, wer Gesellschafter der Gesellschaft wird. Verbreitet ist diese Gestaltung insbesondere bei sogenannten Familiengesellschaften, weil dort häufig verhindert werden soll, dass familienexterne Personen Gesellschafter werden können. Beginnen wir bei der Frage der Vinkulierung wieder im Aktienrecht. Und hier sollten Sie sich wieder vor Augen führen, dass die Aktiengesellschaft im Gegensatz zur GmbH als Publikumsgesellschaft konzipiert ist. Vorgesehen ist die Vinkulierung im Aktienrecht in § 68 Absatz 2 Satz 1. Und dort können Sie aus der Überschrift erkennen, dass es hier um die Übertragung von Namensaktien geht. Und deshalb regelt Absatz 2 Satz 1, die Satzung kann die Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft binden. Aus dem systematischen Kontext können Sie herauslesen, dass diese Regelung sich nur auf die Namensaktien beziehen soll, obwohl sie als solche in Absatz 2 Satz 1 nicht genannt sind. Bei den Inhaberaktien, wo der Inhaber der Gesellschaft nicht bekannt ist, schlägt stärker das Prinzip der Publikumsgesellschaft durch. Und hier kann eine Vinkulierung auch durch Satzung nicht begründet werden. Das Zweite ist, wir können aus 68 Absatz 2 Satz 1 herauslesen, dass diese Vinkulierung, also dass es die Übertragung der Zustimmung der Gesellschaft bedarf, dass die nicht Kraft Gesetzes besteht, sondern dass sie in der Satzung angeordnet werden kann. Wir benötigen also eine entsprechende Regelung in der Satzung. Das Aktienrecht ist jetzt bekannt für seine Satzungsstrenge. Das heißt, wir können nur das regeln, was das Gesetz uns zulässt nach dem Prinzip des 23 Absatz 5 Aktiengesetz. Und das heißt, wir können nur vorsehen, dass die Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden wird. Wenn wir gleich dann später auf das GmbH-Recht schauen und dort auf die Regelung des Paragraphen 15 Absatz 5 GmbH-Gesetz, dann werden Sie sehen, dass dort die Regelung abweichend formuliert ist. Und zwar dahingehend, dass auch andere Bindungen möglich sind. Woran können Sie das erkennen? Sie finden im Wortlaut da das Wörtchen insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden können. Es ist dort im GmbH-Recht also nur ein Beispiel, während wir im Aktienrecht eine abschließende Regelung haben. Diese Regelung können wir allerdings etwas einschränken. Die Satzung kann regeln, quasi für jede Namensaktie, dass ihre Übertragung nur mit Zustimmung der Gesellschaft möglich ist. Das wäre aber der Extremfall, der wiederum dann kollidieren würde mit dem Prinzip der Publikumsgesellschaft. Und deshalb lassen wir es als Minus zu der Regelung des 68 Absatz 2 Satz 1 zu, dass die Satzung auch bestimmen kann, dass die Zustimmung erst erforderlich ist, wenn ein Aktienpaket in einer bestimmten Größe veräußert wird. Wird die Übertragung der Namensaktie an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden, dann wissen Sie, dass die Gesellschaft insoweit vertreten werden muss durch ihr zuständiges Organ. Und deshalb regelt Paragraf 68 Absatz 2 Satz 2 die Zustimmung erteilt der Vorstand. Der Vorstand hat, und das regelt einmal das Innenverhältnis, also grundsätzlich im Innenverhältnis selbst darüber zu entscheiden und diese Entscheidung dann als empfangsbedürftige Willenserklärung im Außenverhältnis für die Gesellschaft als deren Vertreter zu kommunizieren. Ergänzend dazu öffnet die Satzung noch eine weitere Möglichkeit zur Regelung, nämlich Satz 3. Es heißt dort, die Satzung kann jedoch bestimmen, dass der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung über die
Erteilung der Zustimmung beschließt. Das bedeutet aber nicht, dass die Zustimmung im Außenverhältnis von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat erteilt wird, sondern die Beschlussfassung betrifft nur das Innenverhältnis. Und das bedeutet, dass der Vorstand dann an die Entscheidung des Aufsichtsrats oder der Hauptversammlung gebunden ist. Für den Hauptversammlung finden wir dazu die Regelung im 83 Absatz 2 Aktiengesetz. Für den Aufsichtsrat versteht sich dies als Gremium als selbstverständlich. Das heißt also, auch dann, wenn die Satzung Gebrauch macht von 68 Absatz 2 Satz 3 und einen Beschluss des Aufsichtsrats oder der Hauptversammlung verlangt, kann der Vorstand aufgrund seiner Vertretungsmacht, die unbeschränkt besteht, im Außenverhältnis die Zustimmung als empfangsbedürftige Willenserklärung erklären. Im Innenverhältnis handelt er dann allerdings pflichtwidrig mit der Konsequenz, dass er dafür dann gegebenenfalls Haftungsfolgen zu tragen hat. Bleibt uns letztlich die Frage noch zu klären, nach welchen Kriterien der Vorstand oder, wenn die Satzung es vorsieht, der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung über die Erteilung der Zustimmung entscheidet. Das Gesetz selber gibt mit Ausnahme von 68 Absatz 2 Satz 4 nichts Besonderes vor, also verbleibt es bei dem Grundsatz, dass der Vorstand nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden hat. Dieses kann in der Satzung allerdings etwas eingeschränkt werden. 68 Absatz 2 Satz 4, dort heißt es, die Satzung kann die Gründe bestimmen, aus denen die Zustimmung verweigert werden darf. Also nicht verweigert werden muss, sondern nur verweigert werden darf. Das heißt also, wir können den Katalog der Verweigerungsgründe einschränken. Und das wird häufig in Familiengesellschaften eben getan, dass es positiv formuliert wird dahingehend, dass der Erwerber ein Familienglied sein muss oder, wenn es um den Verweigerungsgrund geht, dass der potenzielle Erwerber gerade kein Familienmitglied ist. Lassen Sie uns die Frage der pflichtgemäßen Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung kurz anhand eines Beispielsfalls vertiefen. Wir haben es zu tun mit unserer FAG, einer Familiengesellschaft, die Namensaktien ausgegeben hat. Die Satzung bestimmt in Paragraph 5, dass die Hauptversammlung über die Zustimmung zur Veräußerung der Aktien entscheiden soll. Unsere Protagonistin ist die A und sie besitzt ein Paket von 124 Namensaktien der FAG. Sie lebt derzeit allerdings von Sozialhilfe und hat daran Interesse, ihre Namensaktien zu Geld zu machen. Der Sachverhalt sagt uns jetzt, und so lag es in der Original BGH-Entscheidung, dass die Familienangehörigen, also alle übrigen bisherigen Aktionäre, ihr lediglich 100.000 Euro für das Paket bieten, ihr ein freihändiger Verkauf an familienfremde Interessenten allerdings 350.000 Euro einbringen würde. Es gibt dann einen Beschluss der Hauptversammlung, den der Vorstand umsetzt, und zwar, dass ihr die Zustimmung zur Veräußerung an familienfremde Interessenten verweigert wird, eben mit der Begründung, dass es eine Familiengesellschaft sei und die Interessenten familienfremd. Die Frage für uns jetzt als Rechtsfrage lautet dann, ob eine Klage der A gegen die FAG auf Erteilung der Zustimmung Erfolg hätte. Wesentlich fällt natürlich ins Auge, dass wir hier einen ganz erheblichen Preisunterschied haben bei einer Person, einer Aktionärin A, die ihrerseits derzeit auf Sozialhilfe angewiesen ist. Nachdem wir hier bereits eine Entscheidung haben, die die Hauptversammlung getroffen und der Vorstand kommuniziert hat, können wir uns der Frage dadurch nähern, dass wir fragen, war die Entscheidung der Hauptversammlung rechtmäßig? Dafür können wir damit beginnen und sagen, die Entscheidung, die grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands liegt, liegt jetzt grundsätzlich einmal im pflichtgemäßen Ermessen der Hauptversammlung. Pflichtgemäßes Ermessen wird ausgefüllt typischerweise nach dem Wohl der Gesellschaft. Daran ist das Handeln zu orientieren. Auf der anderen Seite ist es abzuwägen,
mit den berechtigten Interessen des einzelnen Aktionärs. Denn wir wissen ja, ihm ist grundsätzlich verfassungsrechtlich garantiert, dass er über seine Aktien grundsätzlich einmal frei verfügen kann. Und dieses wird in Einklang gebracht damit, dass wir sagen, es auch die Eigenschaft der Familiengesellschaft und das Interesse der Gesellschaft, diesen Status zu erhalten, darf nicht dazu führen, dass die Namensaktien auf unabsehbare Zeit unveräußerlich werden. Es darf also quasi kein Full Lockdown passieren. Das ist das Entscheidende. Es muss also eine Veräußerung, eine Übertragung möglich bleiben und sie darf nicht auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen sein. Wie können wir das in den Einklang bringen? Naja, wir können sagen, dass ausnahmsweise eine Pflicht zur Erteilung der Zustimmung auch an Gesellschaftsfremde bestehen würde, wenn die Aktien ansonsten auf absehbare Zeit niemand anderes zu einem angemessenen Preis ermöglichen würde. Warum ist das der Fall? Weil wir es ansonsten immer in der Hand hätten über diese Konstellation. Veräußerung kann abgelehnt werden aufgrund der Eigenschaft an als Familiengesellschaft an Familienfremde. Das würde immer den einzelnen Familienmitgliedern die Möglichkeit geben, einen sehr unangemessen niedrigen Preis zu bieten. Wir könnten das auch als Lowballing betreiben, als unangemessenes Angebot. Damit ist für uns die entscheidende Frage aufgeworfen, nämlich ob dieser gebotenen 100.000 Euro, die also die Familienmitglieder bieten, eine angemessene Gegenleistung sind. Naja, und jetzt springt auf den ersten Blick ins Auge der Unterschied zu den 350.000 Euro, die der Familienfremde geboten hat. Aber bitte nehmen Sie daraus nicht automatisch die Unangemessenheit. Entscheidend ist vielmehr, was der innere Wert ist, also was der jeweilige Aktionär für seine Aktien bekommen würde, wenn er zum Beispiel im Rahmen von 327a Aktiengesetz bei einem Squeeze-out aus der Gesellschaft ausscheiden würde. Und wenn der innere Wert der Namensaktien die 100.000 Euro nicht übersteigt oder allenfalls ganz geringfügig übersteigt, dann dürfte die AG die Zustimmung verweigern mit der Konsequenz, dass die Klage der A dann hier abzuweisen wäre. Das heißt also, entscheidend war hier, deshalb hat der BGH den Fall an die Instanzgerichte zurückverwiesen, um aufzuklären, welchen inneren Wert die Aktien der FAG haben. Zuletzt müssen wir uns jetzt noch mit der Frage beschäftigen, welche Rechtswirkung die Zustimmung bzw. die fehlende Zustimmung hat. Und dabei müssen wir in erster Linie unterscheiden zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und dem Verfügungsgeschäft. Also bei dem Verpflichtungsgeschäft ist es keine Voraussetzung für die Wirksamkeit. Das Gleiche gilt für die Abtretung. Das heißt also, wir können sagen, eine fehlende Zustimmung ist insbesondere kein gesetzliches Verbot im Sinne von 134 BGB. Es ist keine zusätzliche Wirksamkeitsvoraussetzung. Das Einzige, was es ist eine zusätzliche Voraussetzung für den Rechtsübergang, also für die Rechtsfolge der Verfügung. Das heißt also, wenn wir übertragen, zum Beispiel durch Indossament oder durch Abtretung, dann tritt der Rechtsübergang nicht schon mit dem Abtretungsvertrag ein, sondern erst, sobald die Zustimmung wirksam erteilt worden ist. Diese zusätzliche Voraussetzung tritt jetzt später ein, natürlich als die Abtretung zum Beispiel selber. Das Ganze können wir gestalterisch lösen, nämlich wenn wir die verbriefte Mitgliedschaft nach 413, 398 Satz 1 BGB durch Abtretung übertragen, dann können wir die Erteilung der Zustimmung zu einer aufschiebenden Bedingung erklären. Das ist hier möglich, es ist allerdings nicht möglich bei dem Indossament. Warum? Weil für dieses die Regelungen gelten aus dem Wechselgesetz. Sie erinnern sich, § 68 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz verweist entsprechend und danach ist das Indossament bedingungsfeindlich, kann also nicht unter diese Bedingung gestellt werden.
Wichtig ist für Sie, dass Sie mitnehmen, die Zustimmung oder die fehlende Zustimmung ist kein gesetzliches Verbot, sondern sie hindert lediglich, solange sie noch nicht vorliegt, den Rechtsübergang, der ansonsten durch den jeweiligen Übertragungsakt vorliegen würde. Insofern haben die Gesellschafter es in der Hand, durch die Gestaltung der Satzung nach 68 Absatz 2 eine zusätzliche Voraussetzung für den Rechtsübergang zu schaffen. Im Zusammenhang mit § 68 Absatz 2 Satz 4 Aktiengesetz hatten wir bereits einen Blick auf die Regelung im GmbH-Recht geworfen, nämlich den § 15 Absatz 5 GmbH-Gesetz und festgestellt, dass im GmbH-Recht weitergehende Regelungen in der Satzung möglich sind als im Aktienrecht. § 15 GmbH-Gesetz lautet wie folgt. Durch den Gesellschaftsvertrag kann die Abtretung der Geschäftsanteile an weitere Voraussetzungen geknüpft werden, insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden. Wir sehen also hier, dass es weitere Voraussetzungen geben kann und dann halt die Zustimmung der Gesellschaft mit dem Wort insbesondere nur beispielhaft genannt ist. Also ist es möglich, weitere Voraussetzungen vorzusehen, die zum Beispiel auch an die Stelle der Zustimmung der Gesellschaft treten können oder kumulativ sogar noch darüber hinausgehen. Was kommt als solches in Betracht? Zum Beispiel die Zustimmung einzelner bestimmter Gesellschafter, häufig des Mehrheitsgesellschafters oder des Gesellschaftsgründers oder eines externen Beirats. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Vorkaufsrecht für die Gesellschaft oder bestimmte Gesellschafter eingerechnet wird und spiegelbildlich dazu eine Andienungspflicht des Gesellschafters, der seinen Anteil übertragen will. Außerdem ist es möglich, diese Voraussetzungen situativ zu beschränken, also zum Beispiel auf die Fälle, in denen der Geschäftsanteil im Rahmen der Erbauseinandersetzung abgetreten werden soll. Ansonsten ist es auch möglich, das nicht abstrakt vorzusehen für alle Geschäftsanteile, sondern auf einzelne Geschäftsanteile oder einen einzelnen Gesellschafter spezifisch zu beschränken. Dies ist dann allerdings nur möglich, wenn der jeweilige Gesellschafter zustimmt, denn es handelt sich dabei dann um einen individuellen Sondernachteil, der nur mit der Zustimmung auferlegt werden kann. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich ist, der Gesellschaftsvertrag also das vorsieht, was § 15 Absatz 5 GmbH-Gesetz als Regelfall dasteht, dann gilt im Ausgangspunkt das Gleiche wie im Aktienrecht, nämlich, dass die Gesellschaft darüber nach ihrem Ermessen zu entscheiden hat. Die Ausübung des Ermessens obliegt wiederum dem Geschäftsführer als zuständigem Organ. Er muss die entsprechende Erklärung, auch hier eine empfangsbedürftige Willenserklärung, im Außenverhältnis dann wieder aufgrund seiner Vertretungsmacht auch kommunizieren und im Innenverhältnis kann er darüber auch selbst entscheiden. Grundsätzlich allerdings nur, denn Sie wissen bereits, dass die Gesellschafterversammlung im GmbH-Recht, anders als bei der AG, jegliche Frage der Geschäftsführung an sich ziehen kann, selbst darüber entscheiden kann und dem Geschäftsführer eine verbindliche Weisung erteilen kann. Eine solche Entscheidung der Gesellschafterversammlung wird nach dem gesetzlichen Regelfall, immer unter der Voraussetzung, dass die Satzung nichts anderes vorsieht, nach 47 Absatz 1 GmbH-Gesetz mit der Mehrheit der Stimmen getroffen. Dabei ist zu bedenken, dass der veräußernde Gesellschafter nach herrschender Meinung jedenfalls keinem Stimmverbot nach 47 Absatz 4 GmbH-Gesetz unterliegt, weil es hier nicht um den Abschluss eines Rechtsgeschäfts im Außenverhältnis geht, sondern es geht dabei um die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises und dies ist ein körperschaftlicher Akt, der keinem Ausschlussgrund des 47 Absatz 4 unterfällt. Wenn wir die Konstellation haben, dass die Gesellschafterversammlung darüber beschließt, dann gilt es wieder,
besonders wichtig hier, Innen- und Außenverhältnis zu trennen. Die Entscheidung der Gesellschafterversammlung ist nur im Innenverhältnis zu sehen. Gleiches gilt für eine eventuell erteilte Weisung, sodass der Geschäftsführer sich im Außenverhältnis auch wieder darüber hinwegsetzen kann, im Rahmen seiner Vertretungsmacht die Zustimmung im Namen der Gesellschaft erteilen kann, aufgrund der Weisung, die er missachtet, allerdings im Innenverhältnis der Gesellschaft gegenüber dann schadensersatzpflichtig wäre und regelmäßig auch wohl abberufen würde. Nachdem wir nun die Übertragung von Mitgliedschaft und die Einschränkungsmöglichkeiten der Gesellschaft behandelt haben, kommen wir nun zu der Frage, in welcher Weise jemand, also ein potenzieller Erwerber zum Beispiel, sich gegenüber der Gesellschaft als Gesellschafter legitimieren muss. Das Problem ist darin angelegt, dass wir keine geschlossene Gesellschaft an der haben. Das heißt also, unser Geschäftsanteil ist übertragbar und diese Übertragung erfolgt in der Regel, wie wir gesehen haben, ohne Mitwirkung und deshalb auch ohne Kenntnis der Gesellschaft selbst. Die Abtretung ist ein Vertrag zwischen Veräußerer und Erwerber. Eine Mitwirkung der Gesellschaft haben wir regelmäßig nicht, außer wir haben eben diese Zustimmungsbedürfnisse aufgrund einer Vinkulierung. Wenn wir aber dem gesetzlichen Regelfall folgen, dann ist es so, dass die Gesellschaft keine Kenntnis davon hat und dies bedingt es dann wiederum, dass jeder Gesellschafter, der der Gesellschaft gegenüber ein Recht ausüben möchte, das kann ein Verwaltungsrecht sein, zum Beispiel das Stimmrecht, aber auch zum Beispiel ein Vermögensrecht, der Gewinnanspruch, dass der sich der Gesellschaft gegenüber legitimieren muss, also nachweisen muss, dass er Gesellschafter ist. Und dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, wie wir gleich im Aktien- und im GmbH-Recht sehen werden. Beginnen wir mit dem Blick ins Aktienrecht und dort den Inhaberaktien. Für sie gilt, wie Sie sich erinnern werden, die Faustregel, das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier. Wenn wir nun davon ausgehen, dass es Einzelurkunden gibt oder gäbe, dann würde insoweit die sachenrechtliche Vermutung aus § 1006 Absatz 1 geben, wonach vermutet wird, dass der unmittelbare Besitzer Eigentümer ist. Wenn wir diese Vermutung kombinieren mit der Grundregel von Inhaberpapieren, dann würde also aus der Vermutung des 1006 Absatz 1 die Faustregel für Inhaberpapiere draufkommen, sodass wir im Ergebnis dabei landen würden, zu vermuten, dass derjenige, der unmittelbare Besitzer der Einzelurkunde ist, auch Inhaber des verbrieften Rechts, bei uns also der Mitgliedschaft ist. Wir hatten schon gesagt, Einzelurkunden gibt es heute so gut wie nicht mehr. Sie sind im modernen Giro-Effektenverkehr so gut wie verschwunden zugunsten von Sammelurkunden, die zentral von Wertpapiersammelbanken verwahrt werden. Das hat zur Folge, wenn, insbesondere wenn der Anspruch auf die Einzelverbriefung ausgeschlossen ist, und das ist der Fall regelmäßig, das ist möglich nach § 9a Absatz 3 des Depotgesetzes, dann verbleibt diese Sammelurkunde dauerhaft bei der Wertpapiersammelbank. Unsere Aktionäre würden also ohne Wertpapier dastehen. Und das hat der Gesetzgeber erkannt und deshalb andere Legitimationsmöglichkeiten geschaffen. Soweit es um den Zutritt zur Hauptversammlung geht, existiert mit § 123 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit 67c Absatz 3 Aktiengesetz eine Sonderregelung. Danach tritt an die Stelle der Einzelurkunde ein Nachweis der depotführenden Bank über das Miteigentum an der Sammelurkunde in Textform. Die Lücke, die bislang bestand, war darin, dass eben die Regelung des 123 Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz nur für den Zutritt zur Hauptversammlung galt, nicht aber zum Beispiel für die Ausübung von Vermögensrechten. Diese Lücke ist geschlossen worden, jetzt durch
das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren im Sommer 2021, als der Gesetzgeber den Paragraph 6 Absatz 2 des Depotgesetzes neu gefasst hat. Maßgeblich dabei sind zwei Regelungen. Zum einen der 6 Absatz 2 Satz 1 Depotgesetz, wonach jeder Hinterleger zur Ausübung seiner Rechte von dem Verwahrer eine Depotbescheinigung zur Rechtsausübung, so heißt dann dieses Papier, verlangen kann. Darin wird dann niedergeschrieben, wer Inhaber des Anteils an der Sammelurkunde ist. Und dieses Papier versieht dann Paragraph 6 Absatz 2 Satz 3 Depotgesetz mit einer unwiderlegbaren Vermutung, denn es heißt dort, dass die in der Depotbescheinigung zur Rechtsausübung benannte Person als Inhaber des Wertpapiers gilt. Hat die Gesellschaft Namensaktien ausgegeben, wie es dem Regelfall des Paragraphen 10 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz entspricht, so hat sie nach Paragraph 67 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz ein Namensregister zu führen. Dort heißt es: Namensaktien sind unabhängig von einer Verbriefung unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und einer Postanschrift sowie einer elektronischen Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummern und bei Nennbetragsaktien des Betrags in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. Die Führungspflicht wird dort nicht ausdrücklich genannt, sie ergibt sich aber aus der Eintragungspflicht, denn eine Eintragung kann selbstverständlich nur vorgenommen werden, wenn das Register geführt werden muss. Das heißt also, es ist einzutragen für die jeweilige Namensaktie, die Person des Inhabers mit ihren personenbezogenen Angaben und zum Umfang der Beteiligung an der Gesellschaft. Wird nun eine Namensaktie übertragen, sei es, dass die Namensaktie übergeht oder die Mitgliedschaft übertragen wird, dann besteht eine Pflicht, dies der Gesellschaft mitzuteilen. Nach 67 Absatz 3 Aktiengesetz und die Gesellschaft hat dann einzutragen. Es heißt im Absatz 3 Satz 1: Löschung und Neueintragung im Aktienregister erfolgen auf Mitteilung und Nachweis. Diese Mitteilung hat zu erfolgen, zum einen 67 Absatz 1 Satz 2 durch die Aktionäre selbst. Und zum anderen durch die daran beteiligten Intermediäre, also Paragraph 67 Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz. In der Folge hat die AG das Aktienregister dann entsprechend anzupassen. Aber bedenken Sie, diese Anpassung erfolgt in der Folge. Das heißt also, dass die Eintragung keine Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist. Das Aktienregister schafft dann wiederum auf seine Weise Rechtssicherheit und das ist dann die zentrale Regelung, Paragraph 67 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz. Dort heißt es: Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen Rechte und Pflichten aus Aktien nur und gegen den im Aktienregister eingetragenen. Das ist also eine umfassendere Regelung, Rechte und Pflichten. Es ist also nicht lediglich beschränkt auf den Zutritt zur Hauptversammlung. Hier heißt es allgemein formuliert Rechte und Pflichten. Für die Hauptversammlung, also die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, finden wir dann eine entsprechende Regelung 123 Absatz 5 Aktiengesetz, die uns sagt, der Auszug aus dem Namensregister genügt für diese beiden Mitverwaltungsrechte. Wechseln wir rüber in das GmbH-Recht. Hier ist das Erste, was wir uns ins Gedächtnis rufen sollten, dass anders als im Recht der Personenhandelsgesellschaften die Gesellschafter der GmbH nicht in das Handelsregister eingetragen werden. Sie werden stattdessen in einer Gesellschafterliste dokumentiert,
Und diese ist bei Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister dir als Anlage beizufügen. Dies schreibt Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 3 GmbH-Gesetz uns vor. Von den Anmeldenden ist eine unterschriebene Liste der Gesellschafter nach den Vorgaben des Paragraphen 40 GmbH-Gesetz der Anmeldung beizufügen. Was hat es mit dieser Liste jetzt auf sich? Diese Liste wird dann vom Registergericht ohne inhaltliche Prüfung entgegengenommen und zum Handelsregister aufgenommen. Sie wird also nicht inhaltlich übertragen, sondern sie wird lediglich als Annex zum Handelsregister dann vorgehalten. Jetzt hatten wir bereits gesehen, dass die Gesellschafterliste in Paragraph 40 GmbH-Gesetz näher geregelt ist. Sie besteht grundsätzlich aus drei Spalten. In der ersten Spalte wird die laufende Nummer jedes einzelnen Geschäftsanteils eingetragen. In der zweiten Spalte wird dann dem Geschäftsanteil ein Nennbetrag zugewiesen. Und in die dritte Spalte wird der Inhaber des jeweiligen Geschäftsanteils, also der Gesellschafter, eingetragen, und zwar unter Angabe der üblichen personenbezogenen Daten, die zu seiner Identifizierung erforderlich sind, also Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort. Wir hatten bereits gesehen, dass sich die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteil außerhalb der Gesellschafterliste vollzieht. Also materiell rechtlich die Gesellschafterliste nach 40 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 1 Satz 1 dokumentiert lediglich eine bereits abgeschlossene Übertragung. Anders gewendet, die Ausfertigung einer neuen geänderten Gesellschafterliste ist also keine materielle Voraussetzung für den Rechtsübergang. Aber gleichwohl ist die Gesellschafterliste von erheblicher Bedeutung bei der Rechtsübertragung. Und das ergibt sich aus § 16 Absatz 1 Satz 1 GmbH-Gesetz. Dort heißt es: Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, also als Gesellschafter gilt nur, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste eingetragen ist. Das heißt also, es ist erforderlich, gegenüber der Gesellschaft sich zu legitimieren durch die Gesellschafterliste. Und diese wird wiederum mit einer unwiderlegbaren Vermutung versehen, sodass im Verhältnis zur Gesellschaft nur derjenige als Rechtsinhaber und Gesellschafter gilt, der in die Liste, die zum Handelsregister aufgenommen wurde, eingetragen ist. Das heißt, wir können es hier zu tun haben mit der Situation, unglücklicherweise, dass materiell berechtigter Rechtsinhaber und der Eingetragene in die Gesellschafterliste, den wir förmlichen oder formell legitimierten Gesellschafter nennen können, personenverschieden sind. Und deshalb müssen bei einer Übertragung des Geschäftsanteils regelmäßig zwei Akte erfolgen. Nämlich zum einen muss eine neue Gesellschafterliste, eine veränderte neue Gesellschafterliste ausgefertigt werden und weil die Ausfertigung alleine nicht reicht, sondern in 16 Absatz 1 Satz 1 heißt es, die zum Handelsregister aufgenommene Liste muss diese Liste ebenso zum Handelsregister aufgenommen worden sein. Erfolgt eine Veränderung im Kreis der Gesellschafter, ist es in erster Linie die Aufgabe des Geschäftsführers, eine neue veränderte Gesellschafterliste auszufertigen. Die Regelung dazu finden wir in § 40 Absatz 1 Satz 1 GmbH-Gesetz. Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung,
eine von Ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen, aus welcher Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort derselben sowie die Nennbeträge und die laufenden Nummern der von einem jeden derselben übernommenen Geschäftsanteile sowie die durch den jeweiligen Nennbetrag eines Geschäftsanteils vermittelte jeweilige prozentuale Beteiligung am Stammkapital zu entnehmen sind. Wenn der Geschäftsanteil unter Lebenden übertragen wird, tritt hinzu, dass der Notar nach 40 Absatz 2 Satz 1, also der beurkundende Notar, die Gesellschafterliste auszufertigen hat. Es heißt im 40 Absatz 2 Satz 1, hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 mitgewirkt. Sie denken an der Stelle 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben, zum Handelsregister einzureichen oder eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Wie erfolgt das Ganze technisch umgesetzt? Es gibt jetzt eine vierte Spalte in der Gesellschafterliste, in der jetzt die jeweilige Veränderung eingetragen wird, im Fall Abweichung von dem Ursprungszustand, mit dem die Liste damals nach § 8 Absatz 1 Nummer 3 GmbH-Gesetz einzureichen war. Diese Pflichten von Geschäftsführer bzw. Urkundsnotar sind nicht lediglich objektives Recht, sondern sie implizieren auch vor dem Hintergrund des § 16 Absatz 1 Satz 1, weil der Erwerber die Liste benötigt, um sich der Gesellschaft gegenüber zu legitimieren, ist damit verbunden eine Verpflichtung den Gesellschaftern gegenüber, also korrespondierend auch ein Anspruch des Erwerbers eines Geschäftsanteils auf Ausfertigung einer neuen veränderten Gesellschafterliste. Diese ist dann entweder vom Geschäftsführer oder vom Urkundsnotar zum Handelsregister einzureichen. Das Handelsregister hat sie wieder ohne Prüfung, ohne inhaltliche Prüfung dann aufzunehmen. Und dann sieht das Gesetz noch vor, dass außerdem der Gesellschaft eine Abschrift zu übermitteln ist bei den Notarslisten. Das ist allerdings keine Voraussetzung für die unwiderlegbare Vermutung des 16.1.1 GmbH-Gesetz, sondern dient lediglich der Information der Gesellschaft, damit sie weiß, wen sie zum Beispiel als Gesellschafter für die nächste Gesellschafterversammlung zu laden hat. Der Sinn und Zweck der Regelung des 16 Absatz 1 Satz 1 GmbH-Gesetz besteht also ähnlich wie der des Aktionärsregisters nach 67, also des Namensregisters bei Namensaktien im Aktienrecht, besteht darin, der Gesellschaft Rechtssicherheit zu geben, sodass sie zum Beispiel weiß, wen sie für die Gesellschafterversammlung zu laden hat. Damit bin ich mit meinen Grundzügen für den Mitgliederwechsel am Ende heute. Darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, Ihnen ein paar weiterführende Lesehinweise an die Hand geben und Ihnen beste Gesundheit wünschen. Wir sehen uns nächste Woche mit der Einheit 9 und den Sonderfragen zum Mitgliederwechsel wieder. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie bitte gesund.